So, wir brauchen erstmal für 7 Runden Sprit. Oder 8. Wir nehmen mal für 8 Runden Sprit mit. So, wir fahren Medium einfach. Fahren vierte Runde oder dritte Runde rein, wechseln einmal und dann ist das unser Ding. So werden wir vorgehen. Anders macht das in dem Fall keinen Sinn. Und wir werden jetzt hier nicht rumprobieren und einfach gucken, was von der letzten Position so geht. Wie gesagt, Nachteil ist, wie gesagt, dass wir jetzt kein Setup haben. Das ist halt echt schade. Weil normalerweise hätte ich da gerne ein Setup drauf gespielt auf den Opel, aber dann müssen wir den nochmal ein anderes Mal auf jeden Fall fahren und dann mit Setup und dann mal gucken, was dann geht. Weil ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben und ich hatte jetzt auch keine wirkliche Übung selber in den Wagen. Ich habe mich da sehr selbst reingeschmissen, aber na gut. Und ich hoffe, dass das schlechte Netzwerk uns jetzt hier auf jeden Fall nicht gleich Ping-Probleme gibt, weil sonst kotze ich. Ich hoffe nicht. Gut, schauen wir mal. Top 10 Finish wäre natürlich trotzdem geil, aber wir müssen jetzt auch erstmal nach vorne kommen. Wir sind auf jeden Fall mittendrin im Chaos. Ja, tempotechnisch denke ich auch, dass P10 drin ist. Normalerweise, da sehe ich mich eigentlich auch. Wie gesagt, wir gucken mal Runde 3 oder 4, je nachdem, wie gerade die Rennsituation ist, welchen Stop machen. Wir werden das so je nach Rennsituation machen. Wenn wir mitten im Zweikampf sind, fahren wir einfach vielleicht einen Stop rein, damit wir uns aus dem Zweikampf rausziehen. Vielleicht wie so ein Undercut machen in die Richtung. Wir gucken mal. So. Schlechtes Network. Ich finde auch gut, dass es nur halb übersetzt worden ist. Warum sollte man auch Network übersetzen? Der Opel ist Sidepipe? Jetzt gerade erst, der Sidepipes, what the fuck? Warum hat der Opel Sidepipes? Was ich ziemlich geil finde, nebenbei als positiver Punkt erwähnt, aber mir gerade mal so aufgefallen. Oh ja, Paro kann ein bisschen. Ah, schlechtes Netzwerk ist wieder weg, okay. Oh Junge, das Chaos beginnt. Eieieiei. Warte mal hier, erstmal erster Ziel überleben. Oh, ja, ist gut, komm. Ja. Okay, der ist weg, tschüss. Ja, es ist doch ein bisschen laggy. Und P10 ist nicht so unwahrscheinlich. Wir sind schon auf P14 hier vorgekommen in der Startphase. Einfach sich raushalten. Oh, Leute, hier fährt hier ein Kram zusammen. Startphase lief gut, P12. Here we go. Oh komm, fahr doch jetzt. Ja, wunderbar, Adam. Mein Gott, geh doch mal aufs Gas, Kollege. Aua. Bin mal gespannt, was das Spiel daraus macht. Ach, Adam wird komplett weggedreht. In mich rein, Mann. Oh, da war es das mit der guten Startphase wieder. Ich hab's gejinxt. Was macht ihr denn mit seinem Link und Coda, Alter? Was ist denn los mit ihm? Ist er drunk as fuck oder was? Wir stehen einfach. Also, der stand ja jetzt gerade wirklich. Lilloui jedem im Weg. Erstmal habe ich ihn fast gedreht, habe ich davon zurückgeschwindet. Da wird er gedreht. Der wird in mich reingedreht natürlich, weil wo sollst du sonst sich hindrehen? Oh, Mann, Alter. Bullshit. Ganz weil hier gerade so ein leichtes Ping-Problem in dem Rennen haben, aber natürlich auch so ein bisschen die Kollisionsabfragen so ein bisschen wild sind. Ich meine, das ist das erste Rennen, wo wir jetzt diese leichten Lags haben. Bisher hatte ich immer eigentlich recht gute Rennen, was das Thema angeht. Das ist ein Schiss vor der nächsten Kurve. Der erste Weg da vorne wird jetzt auf jeden Fall eine Strafe kriegen, weil das war auf jeden Fall abgekürzt. Okay, anscheinend nicht genug. Er scheint genug aus dem Gas gegangen, vermute ich mal. Obwohl, ich sehe es ja noch nicht. Ah, doch, er hat eine Strafe bekommen, okay. Ah, oh, P14. Mann, Top 10 wäre auf jeden Fall drin gewesen. Abwarten. Doch, das ist nicht vorbei. Als das Sit Big. Ah. Ja, wunderbar. Bringt mir noch nichts, wenn er da meint, kurz mal auszuschwenken. Ja, jetzt kann ich hier nicht früh aufs Gas, Mann.
Ist er aber auch am Verteidigen. Aber ja, okay, du kannst da nicht noch weiter zumachen, Digga. Das funktioniert halt nicht. Ja, würdest du sagen, das war ja nicht mein Fehler. Er hat schon sehr gut verteidigt, aber hat in noch eine Lücke durchgegangen. Da war ich ja schon daneben. Und da hat er gemeint, oh, jetzt ziehe ich ja noch weiter zu. Ja, gut. Der Ausritt war dann nicht mein Problem. Das ist das Problem, dass viele Leute im Zweikampf nicht so ganz wissen, wo sie mal Feierabend müssen. Machen müssen. Weil du versaust dir ja selber eher damit. Irgendwann musst du halt mal zurückstechen. Du kannst dir wieder zurückkämpfen, das ist ja kein Thema. Aber wenn du den Zweikampf verloren hast, dann hast du halt nicht in dem Moment auch einfach unfair dann, das mache ich jetzt zu. Weil ich war ja innen durch und er macht in dem Moment die Kurve weiter zu, obwohl er natürlich ein Auto nehmen muss. Das geht natürlich rein technisch nicht. Hier ist aber jemand gerade sehr langsam. Ein Fehler hier auf der Geraden passiert. Schön innen rein. Ja, Mann. Das muss ich vielen Spielern hier halt echt noch ein bisschen nachsagen. Ich habe ich manchmal auch das Problem. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier Fehler bringe. Aber viele fahren sehr wenig umsichtig. Also wenn du zum Beispiel in eine Kurve reinfährst, wie jetzt in diese Schikane, gucken die sich nicht vorher um, ob da jemand neben ihnen ist. Sondern die knallen da halt einfach rein und hoffen einfach, dass Platz ist. Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich war ja jetzt im Shuttlepunkt daneben offiziell. Das war ja offiziell meine Kurve. Und der Bedingung hier, dass die Leute dann halt trotzdem einfach zumachen und ihre Linie hier durchziehen. Mann! Obwohl es halt einfach plug-faktisch nicht geht. Nee, wie gesagt, ich will denen das auch nicht böse anrechnen. Das soll nicht böse rüberkommen. Das ist ja einfach nur so Kritik, also beziehungsweise. Ja, sowas zum Beispiel. Das ist ja einfach nur Kritik, die helfen soll. Weil ich euch, wie man halt bessere Multiplayer-Rennen hat, indem du halt, musst halt umsichtiger fahren. Du kannst nicht einfach jede Kurve, wenn du weißt, du hast hinter dir jemanden, der gerade im Zweikampf mit dir ist oder aufholt, musst du halt natürlich gucken, wenn ich eine Lücke gelassen habe, die Tür offen gelassen habe, dass natürlich der Angriff kommen könnte. Deswegen, ich will hier keinem was Böses vorwerfen. Die wenigsten schießen mich ja aus Absicht ab. Die wenigsten, wie gesagt, haben halt einfach noch nicht die Rennetikette, dass sich halt in dem Moment passend umschauen und vorausschauend fahren. Wie gesagt, so Fehler mache ich ja auch noch. Das will ich jetzt gar nicht absprechen. Aber es fällt mir halt hier und da manchmal auf, dass manche Leute halt ein bisschen konstruktive Kritik. Richtig, genau, richtig. Einfach umsichtiger fahren. Macht einem das Rennen auch selber leichter und vermeidet einem selber auch ein paar Unfälle. Wie gesagt, ich habe manchmal auch noch die Sachen, wo ich dann wenig umsichtig fahre. Aber es fällt mir hier gerade häufig auf, dass viele Leute, so, wenn ich im Scheitelpunkt schon daneben bin, also ich bremse mich richtig schön rein, dann denke mir, was ein geiles Überholmanöver. Und dann im Moment kriege ich die Tür noch zugeworfen, obwohl ich jetzt schon daneben bin. Also du kriegst die Tür zugeworfen, obwohl du im Türrahmen stehst. Haben wir nicht mehr genug Sprit dafür? Ich habe ein bisschen wenig Sprit eingepackt. Nee, habe ich nicht. Nee. Das hat er jetzt schön gemacht. Ich gehe aber trotzdem mal in den Zweikampf raus. Ich komme jetzt Sprit, ich komme jetzt Reifen. Ich habe jetzt keinen Bock, mich da weiter zu kloppen mit denen. Alter, der Civic ist gerade gegen die Boxeneinfahrt gefahren. Die arme Sau, Alter. Oh, nö. Mitte, genau. Verbleibende Runden, geschätzte Runden. Ja, okay. Brauchen wir nicht. Sprit brauchen wir nicht. Gut, packen wir gerade die Mediums raus. Ich hole mich jetzt ein bisschen aus den Zweikämpfen da raus, hoffentlich. Und kann ein bisschen freier fahren. Aber der tut mir gerade wirklich leid. Der ist gerade nur in die Boxeneinfahrt gekracht. Die arme Sau. Genau, man kriegt die Tür regelrecht aufs Gesicht geworfen. So, P19, jetzt habe ich aber erstmal ein bisschen freie Bahn. Oh, da vorne schießen sich schon ab, das ist natürlich nicht so geil. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht in eine Grüppchen reinkomme, die ein bisschen assi fahren. Ich hoffe damit vielleicht einfach jetzt freie Bahn zu haben und ein bisschen schnelle Rundenzeiten zu fahren. Und dann, wenn die anderen stoppen, Undercut-mäßig, wenn ihr wisst, wie ich meine, vielleicht mir ein bisschen einen Vorsprung da rausholen. Weil ich war ja vorbei, aber ich wäre da gerne ein bisschen freier, aber das kostet halt echt Zeit alles. Gucken wir mal. Oh, Bruder! Ja, selbst schuld. Dem würde ich Absicht vorwerfen, weil das war schon ein sehr aggressives in mich hineingelenke. Also der hat mich zu 1000% gesehen.
Da war ich ja nicht weg. Da, der war nur nicht fein damit, dass ich gerade überholt habe aufgrund seines Fehlers. Ja, im Multiplayer sind Reifen und Spritverschleiß an. Da nutzen sich beides ab. Deswegen müssen wir auch Stops machen. Technischer Schaden ist, soweit ich weiß, bei den meisten Multiplayer-Rennen deaktiviert. Es gibt es auch, aber ich glaube, in den meisten bisher Multiplayer-Rennen ist es nicht aktiv, soweit ich es im Kopf habe. Weil es einfach so ein bisschen fairer ist den Spielern gegenüber, glaube ich. Motor, ja, willkommen 32 Uhr, danke für den Resub, dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt aktuell gehostete Lobbys gibt, wo Schaden an ist. Bei privaten Lobbys kann man es aktivieren, natürlich. Aber ich glaube, bei gehosteten ist es so wie bei Gran Turismo, dass es... Ich glaube, bei Gran Turismo gibt es ja technischen Schaden, aber immer nur übergangsweise. Aber so ist hier technischer Schaden, glaube ich, soweit ich weiß, aus bislang. Das ist der erste schon mal in der Box gewesen. Den RS3 hole ich hier auf jeden Fall auch gut auf. Da kommt schon vorne wieder aus der Box raus. Der war bei mir sogar, ne? Das war einer, der um mich herum gefahren ist. Da ist die Tür offen, da ist die Tür offen! Offen! Hör auf, mich reinzufahren! Da ist ich gerade abgeschossen, indem er mich reinfahren wollte. Was ein Idiot. Sorry. Er wollte mich abdrängen und hat sich damals selbst verkackt. Das meine ich ja, das bringt keinem was. Du versaust dir mehr das eigene Rennen, als du irgendwas dadurch gewinnst. Ich verstehe nicht, wie die... Wir müssen mal jetzt gleich nach dem Rennen auf jeden Fall mal schauen, was das aktuelle Safety Rating und Skill Rating ist. Was würde mich mal echt interessieren, wo ich aktuell so angesiedelt bin. Ob sich das gebessert hat. Ich weiß gar nicht mehr, was das Rating war, was wir am Anfang hatten. Was wir nach den drei Qualifier bekommen haben. Das hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber Opel macht Spaß. Ich glaube, mit einem schönen Setup habe ich richtig Laune an dem. Also der fährt sich gut. Ich muss mich nicht viel konzentrieren. Der Wagen fährt relativ simpel und einfach. Das finde ich ganz geil. Spät hier rein. Oh, ein bisschen sehr spät hier rein. Scheiße. Ich würde mir irgendwie wünschen, in die Top 10 reinzukommen, aber ich glaube, wird schwierig. Na, warten wir mal ab. Das ist seine Mission. Okay. Jetzt nicht noch eine Strafe dafür? Ah, nee, der Reifen hat aufgegeben, vermute ich. Bin mir sehr sicher, deswegen, er ist auch gerade in der Linkskurve schnell in der schnellen Kurve rausgerutscht. Ich vermute, der Reifen ist ein Sack gewesen. Der wird einen Reifenschaden gehabt haben. Oh, der vor mir hat 6 Sekunden Strafe. What? 7 Sekunden? Was hat denn der angestellt? Ja, okay. Ich sehe es schon. Oder er ist 11K gegangen. Jetzt gerade, ich bin mir nicht sicher, was das ist. Okay, P12. Nee, vor uns könnten wir vielleicht noch holen. Ja, P11. Ich denke, Stops sind jetzt aber leider alle durch. Vermutlich mal, weil jetzt in Runde 6 wird noch keiner mehr reinkommen, glaube ich. Ich muss zumindest ein bisschen... Der Kurve hier kann man so spät erst ans Gas. Boah, wirklich eklig. Hoppala. Ich nicht mehr auf. Ich bin ja irgendwie noch auf, dass ich irgendwie noch einen Stop machen muss da vorne, aber sonst wird das nichts. Ich meine, ey, wir sind immerhin P20 gestartet. P12 ist trotzdem für das ganze Chaos, was hier passiert ist, immer noch verhältnismäßig gut. Ich bin mal gespannt, ob wir auch mehr
das Glück haben, ein Rennen ohne großes Chaos zu erleben. Momentan ist Forza auf der Seite auf jeden Fall, dass es mir jedes Mal den Weltkrieg an den Hals setzt. Und jedes Mal, wenn ich gerade denke, ist alles gut, passiert in dem Moment was Schlimmes. Ich meine, wie gerade mit dem einen Kollegen, der in der Hanal-Kurve, den ich da fast abgeschossen habe, der danach in mich reingeworfen worden ist, wo ich dann auch erstmal wieder 20 Plätze verloren habe. Keiner mehr in die Box. Schade. Oh ja, stimmt. Oh ja, damit würde ich. Stimmt, das erste Rennen ohne Strafe aktuell. Also, wir sollen sich zu der jinxen. Jedes Mal, wenn ich das mache, passiert nämlich genau dann was. Aber hast recht. Es wäre das erste Rennen ohne Strafe, dass ich mal da aktiv aus diesem Thema rauskäme, das wäre ja auch was Schönes. Hier wurde jemand disqualifiziert. Was musst du dafür machen? Ich frage für einen Freund, da muss ja schon viel Scheiße bauen, oder? Für den Deku muss schon viel passieren, glaube ich. Ich habe mir erst drei sogar noch echt gut aufgeholt. Aber es langt leider einfach nicht für mehr als P12 am Ende. Schade. Ich meine, wie gesagt, es ist immer für die Ausgangslage immer noch okay. Wir sind P20 gestartet. Noch einen Mittag aufbehalten. Also immer nicht so schlimmes Rennen wie mit dem Levant gewesen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, wenn ich jetzt nicht noch großen Bock missbaue, ein Rennen ohne Strafen, das ist auch zumindest ein kleiner Anfang. Steuern. Ich will jetzt keine Strafe kriegen. Bitte spielen, bitte. Der scheiß Reifen. Ich wollte schon sagen, der Reifen baut ab. Der Medium ist am Sack. Ich merke es jetzt gerade. Deswegen hat der eine da auch komplett gerade ausgeschossen, weil er einfach natürlich nicht mehr lenken konnte. Ne, eine Runde weiter. Also wir hätten jetzt eh nicht mehr aufgeholt. Der Reifen ist jetzt abbauen. Runde 3 reinfahren, den 4 ziehen, ist schon anstrengend. Jetzt geht es ein bisschen ans Limit. Egal, P11. Dafür straffrei. Es ist doch Arbeit. Es ist zumindest ein kleiner Progress, der passiert ist. Unterdenklich war ich aber auch einfach nicht schnell. In der beste Zeit 2:17:01 ist aber auch einfach wirklich nicht flott gewesen. Aber hey, 10 Plätze gut gemacht. Ja, also das hat keiner hinter seinem Namen stehende 10 plus. Guck es mal an, Alter. Da hinten hier stehen nur minus 10 und minus 16, aber 10 plus? Alles gut. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my.